Guten Morgen aus dem schönen Österreich. Genauer gesagt befinde ich mich hier gerade im Skigebiet Montafon. Und ja, Leute, zieht euch auf jeden Fall schon mal diesen Ausblick hier rein. Es ist wirklich super, super schön. Und ja, hier in diesem Video nehme ich euch einfach mal mit auf meinem Tag beim Snowboarden. Ich werde hier einen Tag durch das ganze Skigebiet heizen und euch einfach nochmal zusätzlich ein paar Informationen geben zum Skigebiet, was es kostet etc. Als Info vorneweg, das Skigebiet ist im Westen Österreichs und liegt zwischen Liechtenstein und dem Skigebiet Ischgl. Wir haben über 140 Pistenkilometer, 35 Lifte und etliche Strecken davon sind die meisten rot und blau. Also auf jeden Fall für viele Leute geeignet. Und das Spannendste ist eigentlich eine 12 Kilometer lange Abfahrt, die Hochjochtotale und der längste Skitunnel der Welt. Das werde ich aber euch in einem anderen Video zeigen, in einem extra Video zeigen. Deswegen auf jeden Fall schon mal meinen Kanal hier abonnieren. Und ja, ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch noch kurz mein Board und meine Ausrüstung. Und dann gehen wir rein. Let's go! Genau, und zwar habe ich hier ein neues, also ein gebrauchtes Board, aber das habe ich mir jetzt neu zugelegt. Ist ein Burton Board und zwar auch ein Hybrid Rocker. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie das Ding fährt, weil ich habe zuvor eigentlich nur Boards mit anderen Formen gehabt. Von dem her, ja, bin ich gespannt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und da unten ist mein Helm. Und ich habe mir sogar hier eine neue Snowboardjacke geholt. Die ist von Dope Snow, also keine Werbung hier an der Stelle. Ich wurde dafür nicht bezahlt oder habe sie noch nicht geschenkt bekommen. Aber genau, die teste ich auf jeden Fall auch noch. Aber ja, jetzt habe ich genug gelabert und jetzt geht's auf die Piste. Da ist hier sogar eine Bank, wo man hier wirklich gut den Ausblick genießen kann. Und dann darunter auch richtig, richtig schönes Bergpanorama. So, ich gebe euch jetzt im Schnelldurchlauf noch ein paar weitere Infos rund um das Skigebiet Silvretta Montafon, damit ihr bestens vorbereitet seid, falls ihr ebenfalls nach Montafon kommen wollt. Die 140 Pistenkilometer habe ich ja bereits am Anfang genannt, aber interessant ist, wie diese zustande kommen. Denn mit dem Skipass könnt ihr sowohl die Pisten vom Gebiet Hochjoch auf der linken Seite fahren, als auch die vom Gebiet Nova auf der rechten Seite. Ich empfehle euch, die Valisera Bahn Talstation in St. Gallenkirch als Ausgangspunkt zu nehmen, denn von dort aus könnt ihr mit der Gondel in beide Teile des Skigebiets hochfahren. Ganz günstig ist der Spaß natürlich nicht, aber ihr solltet definitiv eure Skipässe online und im Voraus buchen, denn so könnt ihr bis zu 25% sparen. Eine Tageskarte vor Ort für einen Erwachsenen kostet nämlich fast 80 Euro und wenn ihr früh genug online bucht, dann müsst ihr dafür nur knapp über 60 Euro zahlen. Was ich auch cool finde ist, dass es für ein paar Euro Aufschlag das Green Ticket gibt, mit dem ihr dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen könnt und sogar einen Rabatt beim Skiverleih bekommt. Und ich muss echt sagen, dass mich die Webseite positiv überrascht hat, weil sie sowohl übersichtlich als auch informativ ist und man so zum Beispiel schnell sieht, welche der 35 Lifte fahren oder ob eine Piste gesperrt ist. Und neben dem normalen Skifahren und Snowboarden gibt es noch weitere Möglichkeiten im Winter, wie zum Beispiel einen Snowpark, eine Race Area, Freeride-Gebiete, die Möglichkeit zu rodeln und das Winterwandern. Und auch für die Kulinarik ist mit 11 Bergrestaurants bestens gesorgt. Das war die Vorstellung im Schnelldurchlauf und damit geht's zurück auf die Piste. So Leute, schaut euch das an, was wir hier für ein Kaiserwetter haben. Wahnsinn, Sonne, strahlend blauer Himmel, dann diese Landschaft hier, die ganze Bergkette. Wahnsinn, hier auf 2400 Meter. Und auf der anderen Seite richtig guter Ausblick. Wahnsinn. So, und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt nochmal ein Stückchen mit hier auf der Hochjochseite. Und dann fahren wir rüber auf die andere Seite. Da ist nochmal ein richtig großes Skigebiet, kommt alles irgendwie auch zusammen. Und ja, da kriegt dann auf jeden Fall noch mehr Eindrücke.
Also auch auf der Hochjochseite sind die Pisten wirklich richtig cool, richtig schön zu fahren. Und ja, wir sind ja eben auch vorhin schon die Hochjoch-Totale gefahren mit dem längsten Skitunnel der Welt. Von dem her, falls euch das interessiert und ihr noch mehr Eindrücke von dieser Seite von Montafon sehen wollt, dann schaut doch unbedingt dieses Video dann an. Und ja, jetzt fahren wir eben mit der Gondel auf die andere Seite rüber. Wie gesagt, es gehört alles noch zum gleichen Skigebiet, Silvretta Montafon. Und ja, da werden wir auf jeden Fall auch noch mit die Pisten unsicher machen. So, genau, also ich bin jetzt hier in dieser Valisera-Bahn und wir fahren jetzt eben auf die andere Seite vom Hügel. Und wenn man hier nochmal zurückschaut, dann sieht man eben, wie die Gondel hier runterkommt. Und auf der anderen Seite sind wir eben zuvor gewesen. Das ist quasi dieser Hügel hier hinten, Hochjoch. Genau, und dann schauen wir einfach mal, was die andere Seite so zu bieten hat. Okay, so jetzt sind wir hier oben angekommen, aber noch nicht ganz oben, aber auch hier hat man schon richtig geiles Panorama. Hinten auch schon die Hütten, wo die Leute hier hocken, Musik ist da, hier auch nochmal Hütte, Berge, dann geht's dann runter. Und ja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall ein paar Pisten runterdüsen und später auf jeden Fall nochmal was essen gehen, denke ich mal. So, jetzt bin ich im Lift hier und wir versuchen jetzt auch nochmal hier ganz hoch zu kommen. Ist dann glaube ich auch irgendwie so auf 2300 Meter. Und die Abfahrt, die wir jetzt gerade eben gefahren sind, ja, die war zum Teil auf jeden Fall schon auch recht hügelig und da waren auch die einen oder anderen Anfänger, auch nicht gegen Anfänger, ne? Ich war noch nicht so wirklich gut zur Snowboard, aber das hat man auch gemerkt, da war der Pace einfach ein bisschen langsamer. Genau, und ja, jetzt schauen wir einfach mal, dass wir hier an die Spitze kommen und dann könnte man von dort oben, glaube ich, auch bis fast ganz nach unten fahren. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, auch so ca. 9 Kilometer und ich glaube, nur mit einem Lift, den bräuchte man dann zwischendrin. Aber das werden wir auf jeden Fall jetzt dann auch gleich noch auschecken. Okay, also mit diesem Lift hier geht es natürlich nach ganz oben und der ist auf jeden Fall gemütlicher als der gerade eben. Also ich muss schon sagen, so in dem ganzen Skigebiet sind eigentlich wirklich richtig gute Lifte. Also ich glaube, die meisten sind hier recht modern, teilweise sogar wirklich mit Sitzheizung oder hier mit so einer Kuppe, die man dann drauf machen kann. Und ja, also es sind 35 Lifte insgesamt hier bei 140 Pistenkilometer. Also es ist auf jeden Fall schon echt ordentlich. Und genau, ich bin jetzt mal gespannt hier noch auf diese Abfahrt von ganz oben. Nehme ich euch auf jeden Fall auch noch mit. Und genau, dann schauen wir weiter. So, mittlerweile ist es tatsächlich sogar schon nach 3:30 und deswegen geht es sogar gleich hier auf die letzte Fahrt, auf die Talabfahrt bis nach ganz unten. Ne? Und ja, ich war tatsächlich noch nicht beim Mittagessen so gesehen, noch nicht irgendwie auf der Hütte. Aber ich dachte mir, ich muss es trotzdem mal hier anschauen. Auf jeden Fall richtig cool. Unter anderem sogar ein Restaurant und eine Bar da, wo man zum Beispiel auch Pizza holen kann. Und ich glaube auch sowas wie Kaffeemäßig. Und ja, ansonsten hier auch Outdoor-Bereich, sind auf jeden Fall auch immer einige Leute. Kann man sich auf jeden Fall gut gehen lassen, vor allem hier bei dem Wetter. Genau, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt hier die letzte Abfahrt runter und danach gibt es noch mal ein kleines Fazit.
Okay, und damit bin ich jetzt hier wieder unten angekommen bei der Talstation, wo es heute in der Früh losging. Und wir sind jetzt tatsächlich nicht mehr ganz runtergefahren, die Talabfahrt, sondern das letzte Stück noch mit der Gondel, weil das zeitlich, glaube ich, recht eng geworden wäre. Da sind wir jetzt einfach nochmal auf Nummer sicher gegangen. Und ja, ich würde auf jeden Fall jetzt nochmal ein kleines Fazit hier zu dem Tag machen. Es hat auf jeden Fall wirklich richtig Spaß gemacht. Wir haben echt einiges gesehen und haben auch einige Pistenkilometer hier runtergerockt, waren eben auf beiden Seiten sogar. Sowohl Hochjoch, hat mir wirklich richtig gut gefallen, eben auch mit dieser 12 Kilometer Abfahrt der Hochjochtotale, unter anderem eben auch mit dem Skitunnel. Aber hier auf der anderen Seite waren auch echt ein paar coole Bahnen dabei, Pisten dabei. Unter anderem jetzt auch dann die letzte, die 20 in Blau. Die hat mir auf jeden Fall echt richtig Spaß gemacht. Genau, ansonsten noch ein kurzes Fazit hier zu meinem Equipment. Also die Jacke, die habe ich ja eben neu. Die hat nämlich echt super gut gepasst. Hat auch richtig viele Taschen. Das ist für mich immer richtig gut, auch für das ganze Video-Equipment etc. Und auch das Board hat richtig Spaß gemacht. Einmal waren hier war die Bindung locker, aber das war, glaube ich, lag an mir, das war mein Fehler. Ja, ansonsten auf jeden Fall schon ist viel entspannter zu fahren mit dem Hybrid Jogger Board im Vergleich zu dem Board, was ich bisher hatte. Genau, und ansonsten würde ich jetzt mal das Video beenden. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall noch das andere Video an von der Hochjochtotale und dem längsten Skitunnel der Welt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren für weiteren Travel-Content. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.